Du hast dich bestimmt gefragt, wofür der neue Bildschirm ist. Ha? Ich bin Gina. Und ich bin Matt. Hi. Dan meinte, wir könnten jetzt dein Social-Media-Konto einrichten. Hast du kurz Zeit? Klar. Toll. Du hast es letzte Woche wohl nicht geschafft, dein Firmen-Social-Media-Konto einzurichten. Und dein altes Profil hast du auch nicht importiert. Tut mir leid, ich war einfach erst mal von allem so überwältigt. Nein, auf eine gute Art. Ich hatte nur bisher keine Zeit für außerbetriebliches Zeug. Tja. Interessant, wie du das formulierst. Denn für uns gehören dein Profil und deine Aktivitäten entscheidend zu deiner Beteiligung hier. So wissen deine Kollegen, auch die von der anderen Seite des Campus, wer du bist. Kommunikation ist doch sicher nichts Außerbetriebliches, oder? Nein, natürlich nicht. Für uns bist du ein voll wahrnehmbarer Mensch, der unbegrenztes Potenzial hat. Du bist ein wichtiges Mitglied der Community. Aber du bist auch ein richtiges Mysterium. Ach ja? Es ist Jahre her, dass jemand so Geheimnisumwobenes hier angefangen hat. Und alle mögen dich sehr. Du hattest vorbildlich gute Kundenbewertungen für eine erste Woche. Ist deine Leistung zufriedenstellend für dich? Ich denke, ich kann mich noch steigern. Gut. Aber es geht hier nicht nur um Arbeit, okay? Sondern auch um das Gemeinschaftsgefühl. Natürlich. Das greift alles ineinander. Aber du hast bei der Beteiligung an der Community ein wenig geschwächelt, denn du hast bei einigen Abend- oder Wochenendveranstaltungen gefehlt, die natürlich freiwillig sind. Ich verstehe nicht ganz. Du hast den Campus Freitag um 23.42 Uhr verlassen. Aber zurück warst du erst früh um 6 am Montag. Hatte ich etwa Wochenenddienst? Oh nein, das habe ich nicht gewusst. Nein, es gab keine Pflichtarbeit hier am Wochenende. Stechuhren wurden hier nie aufgestellt, Gott sei Dank. Aber Tausende von uns haben bei einer von hunderten Aktivitäten hier mitgemacht. Die Auswahl ist riesig. Tut mir leid, ich... Mein Dad hatte einen Krankheitsschub und ich habe zu Hause geholfen. Würdest du beschreiben, was der Circle ist? Sagen wir, deiner Großmutter. True You ist ein gutes Beispiel. Dadurch wurden Internetzahlungsarten, Benutzerkonten und so weiter in einem Account vereint. Schluss mit den unzähligen Passwörtern, doppelten Identitäten und Identitätsdiebstahl. Man benutzt seinen Echtnamen, der mit der Kreditkarte verbunden ist, zu den... Deine Großmutter nickt gleich ein. Okay. Bevor es True You gab, war es, als ob für jedes Mal Einkaufen ein anderes Auto benötigt wurde. Und so viele Autos braucht kein Mensch, das wäre einfach Quatsch. Das Chaos im Netz wird dadurch eleganter und einfacher. Temporunde, Paul oder John? Paul in den frühen Jahren, dann John. Mario oder Sonic? Das erste Sonic, sonst Mario. Der Blick nach innen oder Kommunikation? May? Sorry, ich denke noch drüber nach. Also, der Blick nach innen. Sushi oder Soylent? Sushi. Schon mal eine Klettgeldbörse gehabt? Ja. Schuhe mit Klettverschluss? Ja. Und was ist mit Kletthosen? Ja. Wie hieß die Rezeptionistin, die dich heute Morgen begrüßt hat? Linda. Joan Baez oder Joan Crawford? Joan Didion. Gif oder Jif? Darauf antworte ich nicht, da ist schon zu viel Blut geflossen. Würdest du mit mir ausgehen? Das ist unangebracht. Gut. Qualität oder Bequemlichkeit? Schließt sich nicht gegenseitig aus. Das Wohl des Einzelnen oder das Wohl der Gesellschaft? Ist beides wichtig. Am meisten fürchtest du... nicht genutztes Potenzial. Circler, teilt ihr gern? Teilen ist heilen! Teilen ist heilen, ich dachte mir, dass das kommt. Teilen ist heilen. Zurzeit platzieren ein Dutzend Helfer überall auf der Welt diese Kameras. Denkt nur, was das für die Menschenrechte bedeuten kann. Aktivisten müssen nicht mehr länger selbst eine Kamera hochhalten. Jetzt reicht es, sie irgendwo an einer Wand zu befestigen. Und genau das haben wir getan. Seht ihr da irgendwelche Kameras? Nein. Dabei haben wir 144 Kameras allein dort platziert. Es hat nur einen Tag gedauert und sie sind so gut wie unsichtbar. Es gibt sie in unzähligen Farben, weil Tarnung so wichtig ist. Die hier mag ich am liebsten. Oh, gut gefangen. Sie sollte ja arbeiten. Gut, das heißt also, jetzt kann die ganze Welt zusehen. Und ich schließe mich den vielen Menschenrechtsaktivisten an, die fragen, wer sind eigentlich die Verantwortlichen? Tyrannen und Terroristen können sich nicht länger verstecken, denn wir werden sie sehen, wir werden sie hören, wir hören und sehen einfach alles, was passiert, wird bekannt sein. Und wir nennen es
Sea Change. Sea Change. Oh, schöne Dinge erfährt man so auch. Oh. Wir werden alles sehen, weil etwas zu wissen ist gut. Aber alles zu wissen ist besser. Wie würdest du beschreiben, was der Circle ist? Sagen wir, deiner Großmutter. Das Chaos des Webs wird dadurch eleganter. Temporunde. Paul oder John? Paul in den frühen Jahren, dann John. Mario oder Sonic? Das erste Sonic, sonst Mario. Das Wohl des Einzelnen oder das Wohl der Gesellschaft? Ist beides wichtig. Am meisten fürchtest du? Nicht genutztes Potenzial. Ich glaube fest an die Fähigkeit des Menschen zur Vollkommenheit. Wenn wir unser Bestes selbst sind, gibt's für uns keine Grenzen. Für den Circle gibt es keine Probleme, die wir nicht lösen können. Wir können jede Krankheit heilen und den Welthunger bezwingen. Ohne Geheimnisse. Mit dem Horten von Informationen und Wissen erkennen wir endlich unser volles Potenzial. Circle, teilt ihr gern? Teilen ist heilen! Wir werden alles sehen. Alles, was passiert, muss bekannt sein. Denkt nur, was das für die Menschenrechte bedeuten kann. Wer sind die Verantwortlichen? Was ist das? Der Circle hat eine Macht, die die Welt verändern kann. Es sind nur die Lügen, die uns Ärger einbringen. Die Heimlichkeiten. Wer dir am Herzen liegt, liegt dem Circle am Herzen. Etwas zu wissen ist gut. Aber alles zu wissen, ist besser.